Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch wieder diesen Glitch, womit ihr alles verdoppeln könnt und wie ihr das am besten kombinieren könnt. Als allererstes zeige ich euch auf die Maschine einen Spot, und zwar müsst ihr hierfür erstmal unter die Map. Hierfür lasst zwei Zombies am Leben und dann traint die so wie ich, also so dass sie geradeaus von hinten auf euch zulaufen. Legt euch hier hin, Leute. Und haltet die Taste, um nach vorne zu laufen, gedrückt. Und wenn sie euch hitten, duckt euch und legt euch hin. Also duckt euch, legt euch hin, dass ihr wieder hoch und runter geht die ganze Zeit. Und wenn ihr das dann richtig macht, dann fallt ihr unter die Map. Wenn ihr dann hier unter der Map seid, Leute, könnt ihr euren rasenden Wächter gleich aktivieren hier. Aber passt auf, dass ihr keine Stims habt, weil dadurch kriegt ihr mehr Damage. Also werde ich meinen Stim hier erstmal verbrauchen. So, und dann, Leute, könnt ihr hier drauf. Sobald ihr Damage bekommt, aktiviert hier euren rasenden Wächter, geht hier auf diese Plattform und versucht hier oben drauf zu springen. Wenn ihr dann hier oben drauf gesprungen seid, lauft hier runter und ihr dürft hier die Tür nicht aufkaufen und hinten beim Tunnel auch nicht. Jetzt kauft hier links die Tür auf, dann kriegt ihr auch kein Damage mehr und die Tür hinter euch dürft ihr auch nicht aufkaufen. Wenn ihr dann hier unten seid, Leute, könnt ihr ganz normal Strom aktivieren. Und wenn ihr dann Strom aktiviert habt, öffnet sich auch oben die Tür zum Spawn und euer Kollege kann jetzt auch hier runter. Als nächstes equippt euch, also nehmt das mit, was ihr jetzt verdoppeln wollt. Ich werde den Todbringer mitnehmen und die Kasimir-Granate. Wenn ihr dann alles habt, Leute, begebt euch hierhin, da wo ich hingehe, und jetzt lasst euch von einem Zombie töten oder tötet euch selber. Und wenn ihr dann tot seid, aktiviert euren Grabstein und jetzt muss euer Kollege mit Heilaura mindestens auf Stufe 3 euch heilen, sobald euer Leben komplett abgelaufen ist. Ich zeige euch das jetzt mal. Also genau dann, wenn das Rote komplett verschwunden ist, aktiviert euer Kollege die Heilaura, dann lebt ihr wieder und ihr seht auch euren Grabstein auf der Karte, dass er noch dort liegt, wo ihr zuerst gestorben seid. Jetzt könnt ihr einfach wieder dahin gehen und wir kommen jetzt zum eigentlichen Glitch. Und zwar muss die Tür hier vorne direkt zu sein und ihr könnt jetzt einfach den Grabstein benutzen und bekommt alles, was ihr im Inventar habt, immer wieder. Dann kommt mit eurem Kumpel hier in diesen Spot und ihr müsst hier hinter diese Tür bleiben in diesem gelben Bereich. Und wenn ihr das dann macht, also wenn ihr dann hier chillt mit eurem Kumpel zusammen, dann werden die Zombies alle nur hier unter diesem Tisch hier spawnen. Und ihr könnt jetzt einfach eure Kasimir-Granate spammen und so ganz easy die Runden skippen. So, es kann sein, dass noch ein Zombie von vorne kommt, weil ihr noch nicht in diesem Spot drin wart, aber jetzt alle anderen Zombies werden hier unten spawnen und die Runden werden auch ganz schnell vergehen. Ihr könnt einfach ständig eure Kasimir-Granate jetzt hier hinwerfen und das wird die Zombies immer wieder einsaugen. Und für die Megatrons könnt ihr auch zur Not auch hier wie ich den Todbringer dann benutzen, damit kriegt ihr die auch ganz schnell down. Jetzt zeige ich euch einen Spot auf Mauer der Toten, den ich auch gerne benutze, wo das auch richtig easy geht. Und zwar braucht ihr hier wieder Grabstein und das, was ihr verdoppeln wollt. Wenn ihr dann alles habt, Leute, geht hier hoch, wo auch die Perks sind und lasst euch hier einfach töten, wo ich mich ungefähr töten lasse. Oder tötet euch selbst mit einer Granate. Wenn ihr dann tot seid, geht in den Grabstein-Schatten-Modus rein. Und jetzt muss euer Kollege euch wiederbeleben, kurz bevor ihr komplett ausblutet. Wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann lebt ihr wieder und euer Grabstein ist vor euch. Jetzt könnt ihr einfach wieder eure Kasimir-Granate spammen. Und so pusht wirklich ganz easy die Runde. Nicht mal die krassen Soldaten werden euch was anhaben können. Also einfach ganze Zeit Grabstein benutzen, die Granate werfen, wieder Grabstein benutzen, Granate werfen. Und das macht ihr die ganze Zeit. So, das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.